Hallihallo und herzlich willkommen. Ich habe hier ein kleines Nickerchen gemacht. Leider wollte ich ein bisschen Simlove machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Kaputt. Naja, dann muss es halt ohne Liebe weitergehen. Genau. Was genau wollten wir machen? Wir wollten... Ach ja, genau. Wir müssen irgendwo hingehen. Ach, nee, oder? Lass mich mal kurz gucken. Wir müssen hier... Hier rein. Ja, hier ging es weiter. I remember. Dann müssen wir hier und hier... Waren wir schon. Das war das Kino. Hier waren die Toiletten. Hier unten war der Shop. Hier eine Kontrollstation. Und hier geht's in den Sportbereich. Ja, machen wir mal ein bisschen Sport. Ich bin so immer noch der Meinung, Sport ist Mord. Aber nun gut. Hier sind wir nun. Das kennen wir schon. Ah ja. Okay. Aufzug. Hier sind wir hergekommen. Ah ja, wir kommen gar nicht in den Sportbereich. Schott-Hauptdurchgang. Ich bin schon wieder... Genau, in den Sportbereich kommen wir ja noch gar nicht. Dazu brauchen wir ja die Zugangskarte für den Sportsektor. Aber wir haben ja eine Zugangskarte für etwas anderes. Haben wir nicht irgendwo schon in Chemikalien? Ach, egal. Wir können in den Crew-Bereich, können wir auf jeden Fall. Dazu haben wir die Zugangskarte bekommen. Dann schauen wir mal, was uns da drin so erwartet. Da war auch ein Überlebender. Hier spricht Xerxes. Hallo. Denken Sie daran, dass Beschränkungen bezüglich der Replikatoren dem Gemeinwohl dienen. Illegale Datenbankzugriffe werden aufs Schärfste bestraft. Okay. So, mal schauen. Das hier war dieser... Genau, da hat der geklopft an für uns. Ah, es gibt wieder so viele Wege, die wir gehen können. Wir gehen mal hier rein. Oh, hier ist er das. Ist das der? Ne, wartet. Das kommt mir auch bekannt vor. Ach, lol. Ich Idiot. Hä? Jetzt bin ich minimal verwirrt. Also, hallo Kamera. Bin ich gerade hier reingegangen? Hab mich umgeguckt und bin dann zurückgegangen? Habe ich das wirklich gerade gemacht? Nein. Ah, ich bin von hier gekommen. Ich dachte schon, ich wäre vollkommen blöd. Naja, wir haben eine Audiolog gefunden. Mal schauen. Die Parallelschaltung läuft jetzt schon seit 2 Stunden. Sagt Cortez im Crew-Bereich, dass er rauskommen und den Sender anschalten soll. Wenn euch diese Nachricht nicht bald erreicht, können die vielleicht von der Brücke aus die Übertragung stören. Ja, genau. Da scheint es wohl Probleme gegeben zu haben. Und wir haben noch eine Audiolog. Gleich anhören. Sag deiner Mannschaft, dass wir vielleicht nicht spielen können. Wir waren auf dem Basketballfeld, als der Strom ausfiel. Schon wieder. Ironischerweise waren wir zum ersten Mal seit Wochen in Führung. Naja, wir sind nicht mehr die Schoßhündchen der von Braun. Ja, da ist wohl... Wie ich schon die Vermutung hatte, in einem der vorherigen Folgen... Sind die Typen hier wohl ein bisschen überrascht worden? Ja, sieht fast so aus. Ich höre noch so einen Roboter. Da oben ist eine Cam. Ja, ich weiß, übertrieben. Aber sicher ist sicher. Ich denke mal, auf diesem Deck hier sind sie tatsächlich ein bisschen überrascht worden. Wow, what the fuck? Heilige Scheiße, ich sollte keine Knöpfe drücken, wo drauf steht außer Betrieb. Meine Güte. Habe ich mich erschreckt. Hat man hoffentlich nicht gemerkt. ja, überrascht. Scheiß Mücken, ey. Oh, seid ihr tot? Naja, war ja klar, der ist ja außer Betrieb. So, mal gucken, was es hier noch so gibt. Ich check mal die äußeren Bereiche ab. Hier geht's in den Garten, das ist bereits bekannt. Hier haben wir ein bisschen Munition. Gut. Das hier ist auch bekannt, oder? Nemesis. Hallo.
Yeah. Okay, ansonsten gibt es hier nichts. Viele Tote. Leider, leider viele Tote. Ja, ich würde sagen, wir benutzen mal den Aufzug hier. Mal schauen, was ist hier oben. Oh, erstmal ein Explosivroboter. Oder einen Exklusiv. Nein, okay. Ein weiterer Toter. Nicht mehr Gedöns. Und eine Software. Konnten wir nicht installieren, war ja klar. Okay, also wie gesagt, auf dem Freizeitdeck. Das hier scheint wohl alles so. Oh, hallo. Au, nicht Granaten werfen. Mensch, man wirft auf einem Raumschiff keine Granaten. Hat euch das denn noch nie jemand gesagt? Meine Güte, und rauchen tun sie auch. So, hier gibt es einen Geheimgang scheinbar. Mal schauen, ob wir da rein können. Yeah. Oh je. Oh je, nicht schon wieder die Viecher. Okay, nur ein Würmchen, das ist nicht so schlimm. Hier mal ein paar Heilungssachen. Hier mal gucken, was ist der? So. Hier ein Toter mit Standard-Kampfpanzerung. Brauchen wir nicht. Und wir haben 50 Upgrade-Punkte, Leute. Ihr wisst. Oh. Hups. Oh. Hups. Ihr wisst, was das bedeutet. Oh, das kennen wir ja schon. Ja, das kennen wir leider schon. Wir könnten jetzt mit dem Aufzug nach unten fahren und uns. Ich bin verwirrt. Hier. Und uns den Maschinengewehr-Skill kaufen. Oh, das wäre sogar eine ganz interessante Lösung. Oh, nee, wir machen das noch nicht. Wir haben eh noch genug Waffen. Bleiben wir mal das in einer der nächsten Folgen. Was haben wir denn hier? Drawn Boost, Endo Boost, Drawn Boost. Was ist das hier? Dieses Wurmimplantat machen wir mal raus. Dafür machen wir. Nee, was war das? Ja, mehr Stärke. Das Swift Boost ist schneller laufen, ja. Okay. Gut, hier ist der große Aufzug. Was gibt's hier Schönes? Der Main-Aufzug. Okay. Ja, durch Xerxes Sicherheitssystem verwehrt. Das heißt, wir müssen also wirklich erst den Xerxes ausschalten, damit wir hier weitermachen können. Jetzt fahren wir hier mal nach oben. Nochmal, nachdem ich ja gerade runtergefallen bin. Mal schauen. Das war hier. Dann hier rum. Dann mal hier gucken. Das ist neu. Hier gibt es aber leider nichts zu holen. Dann gucken wir mal in das nächste Apartment. Oh, hier, Crewbereich. Hier brauchen wir einen Code. Mal gucken, ob wir den Code eingespeichert haben. Notizen. Waffen. Ah, hier. Ah, 5x die 1. Ja, interessant. Lol. So ist das halt gut ab. Wow, was ist das denn? Ein unerforschtes Objekt schon wieder? Das sieht leicht ekelhaft aus. Hier ist eine schwere Kampfpanzerung. Ja, Mensch. Gib mir das. Junge, eine schwere Kampfpanzerung. Anziehen. Erfordert Stärke von 6. Okay, das ist kein Problem. Die können wir skillen. Wir haben jetzt so viele Skillpunkte. Oh, hier hängt einer. Psy-Spritze brauchen wir nicht. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben jede Menge Gedöns. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß. Wir könnten mal noch so ein Drawn-Implantat wegwerfen. So ein Stärke-Implantat. Wir könnten auch noch wegwerfen. Wir können mal so eine Stärke-Spritze. Dann können wir nämlich jetzt diese auch mal anlegen. Ja, yeah, 40 Verteidigung bringt uns das. Diesen Schutzanzug nehmen wir auch noch mal mit. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Wir haben wieder mal ein kleines Platzproblem. Oh, hier ein Ninja. Hallo, Ninja. Wo ist er denn jetzt, der Ninja? Hallo, Ninja. Oh nein, er ist da hinten. Nein. Warte, ich muss mich erstmal heilen. Hier. So, warte. Den hauen wir jetzt mal eine mit der Shotgun rüber. Munition haben wir, ja genug. Munition verbraucht. Hallo, Ninja. Bleib mal hier, Ninja. Ja, bisschen braver. Also hier ein Wartungswerkzeug. Mensch. Mensch, wie wir hier reichlich belohnt werden.
Aber weiterhelfen tut uns das scheinbar nicht wirklich. Hallo. Hallo. Oh, diese Viecher. Geh halt weg. Lass mich doch. Okay, hier ist was drin und hier hinten ist auch noch was drin. Da gehen wir mal hier rein. Soweit sollten die Mücken eigentlich nicht kommen. Aber hier gibt es leider auch nichts Interessantes. Nein. Ja, ist ja gut, liebe Mücken. Ich weiß schon, ihr wollt Aufmerksamkeit. So, was haben wir hier drin? Nichts. Ein Toter, der sich betrunken hat. Oh, eine Zugangskarte für den Sportbereich. Sehr schön. Du bist ein bemerkenswertes Exemplar deiner elenden Gattung. Ich schicke dir einige Cybermodule. Wieso ist denn die so boshaft? Wir machen alles, was die sagt, ja? Und trotzdem ist sie immer so, ja, ich möchte was sagen, beleidigend, so erniedrigend. Das ist, das tut doch auch weh, weißt du? Wenn du immer dir das Beste gibst und dann bist du immer so, weißt du? So, Leute, jetzt, nee, hier lieber nicht runter. Hier ist gerade was in die Luft geflogen. Oh, hier, hallo, Affe. Wow. Jetzt geht's noch nicht in den Sportbereich. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf Deck 2. Wir haben nämlich mittlerweile 74 Punkte, die wir ausgeben können. Und das machen wir natürlich jetzt auch. Ich meine, ausgeben ist immer gut. Wir gehen jetzt also auf Deck 2, holen uns unser Maschinengewehr. Ja, da schreit jemand rum. Holen uns unser Maschinengewehr. Noch einer. Hallo. Hier war das, oder? Nein, hier drüben war das, ja. Hier ist der Aufzug. Dann holen wir uns die Skillpunkte, dann holen wir uns das Maschinengewehr, dann skillen wir auch. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wie aufgeregt ich bin. Oh, seht, wie ich aufgeregt bin. Oh. ja, klar. War ja logisch. Hier, der Pretz dreht wieder voll am Rad. Also, wir skillen erstmal Waffen. Skillen wir Standard auf. Uni, das reicht ja immer noch nicht, oder? Standard. Warte mal. Wo ist denn unsere Panzerung jetzt hingekommen? Hä? Hä? Wir hatten hier doch eine. Hä? Haben wir die wieder verloren oder was? Glaub's nicht. Wie viel? Ich habe schon wieder vergessen, wie viel. Was mache ich denn jetzt? Ich bin schon wieder verwirrt. Jetzt wartet mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch Stärke skillen, aber das kostet auch 30 und. Oh. Oh. Okay. Wir skillen mal das jetzt. Reichen uns die Punkte natürlich nicht, weil wir brauchen ja für das Maschinengewehr Stufe 6, oder? Boah, nee, oder? Jetzt habe ich mich umsonst gefreut. Dabei habe ich mich doch so gefreut darauf, dass wir das jetzt erleben können und jetzt geht's nicht. C und DE. Ich versuche gerade ruhig zu bleiben, deswegen sage ich nicht so viel. DC. Ich brauche dann natürlich zuerst TE. Das ist ja ganz klar. Aber die haben wir hier oben. Weißt du, wenn ein Plan halt absolut überhaupt nicht funktioniert? Das ist so zum Kotzen. Energie erschöpft. Jetzt ist die Energie auch noch erschöpft. Ich gehe nochmal kurz zurück, weil hier hinten ist eine Ladestation. Schade. Schade. Wirklich schade. Weißt du, du hast einen Plan. Du hast wirklich einen Plan. Der funktionieren könnte. Doch du hast nicht bedacht, dass du den Plan nicht zu Ende gedacht hast. So. Wir gehen auch nochmal nach oben hier. Ach, ich muss ja hier drücken. Mensch. Ich guck nochmal, wo mein schweres... meine schwere Rüstung jetzt ist.
die ich gerade eben noch hatte. Und jetzt ist sie weg. Wieso auch immer. Man weiß es nicht. Mensch. Wieso auch nicht? Ich meine, hallo. Genua. Hallo. Oh, was geht denn bitte jetzt? Wo kommen die denn auf einmal her? Ich habe gerade vor einer Sekunde alles leer geräumt und jetzt... Und jetzt... Ich bin etwas verwirrt. Verwirrt, glaube ich, ist ein guter Ausdruck dafür, für meinen Gemütszustand, den ich gerade habe. Ja. Ich möchte wissen, wo ist bitte meine schwere Rüstung? Hier ist eine Standard-Kampfpanzerung. Hier ist nirgendwo eine schwere Rüstung. Kein Mensch weiß, wo die schwere Rüstung jetzt hingekommen ist. Die ist einfach weg. Ich meine, hallo? Ich habe das als Videobeweis, dass ich die anhatte. Jetzt ist sie weg. Ich werde mich beschweren beim Entwickler. Es kann natürlich auch sein, dass die hier irgendwo... dass ich den nur fallen lassen habe. Aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Das hätte ich doch mitbekommen, Mensch. Naja. Ich will mich auch gar nicht lange darüber aufregen. Ich falle jetzt hier noch runter. Dann heile ich mich. Dann muss ich mich mal mit einer Granate bewerfen. So Sachen, die du halt einfach machst. In System Shock 2, verstehst du? Du machst Sachen. Und im nächsten Moment sind diese Sachen völlig irrelevant, weil das Spiel einfach entscheidet. Nein. Du hast das gerade eben nicht gemacht. Nur, dieses Spiel ist halt ein altes Spiel. Und als dieses Spiel auf den Markt kam, gab es das mit dieser Videoaufzeichnung noch nicht. Aber ich habe jetzt einen Videobeweis. Ich werde diesen Videobeweis einschicken. Ich werde das benutzen, um meine schwere Rüstung wieder zu bekommen. Und ihr werdet vielleicht in der nächsten Folge erfahren, ob das geklappt hat oder nicht. Wer weiß. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Servus.